Ich hole ihn mir. Oh, doch nicht. Doch, geht alles. Kontrollpunkt gesichert. Nice. Wir haben keine Behälter. Wir können loslegen. Wir können. Los. Chat aus. Den Chat aus, bitte. Ich will ihn nicht mehr sehen. Er macht mich nur traurig, weil ich ihn nicht verstehe. So. Was machen wir als nächstes? Wir brauchen hier was Gelbes. Was gibt's denn hier noch Gelbes? Kontrollpunkt. Oh, Kontrollpunkt in Gelb. Sehr schön. Wir gehen von vom Haupteinsatz hier drüben. Denn wir müssen uns ja wahrscheinlich noch ein bisschen Munition erspielen. Ist gut möglich. Viele Waffenwechsel, die das ganze Spiel durcheinander gebracht haben. Und dann kann es mal passieren, dass wir ein bisschen uns die Munition erspielen müssen. Nee, wir haben Muni. Perfekt. Na dann alles durchladen. Yeah. Nein, ich will da gar nicht rein. Ich will zu diesem Kontrollpunkt, bitte. Die Hauptstraße entlang. Und nicht den Haupteinsatz starten. Denn dann würden wir alles verlieren, was wir uns hier so hart erspielt haben an Munition. Jetzt ist doch gut, Mensch, Commander. Da sind unsere ersten Opfer. Cool. Mit Geschütze wieder. Das gute alte Team ist wieder komplett. Und jetzt Kills machen. Kills, Kills, Kills. Vorsichtig. Flop. Hey, hey, hey. Ja, es spielt sich wirklich super flott gleich. Boom. Steht das irgendwo? Oh, Geschütze haut jetzt alle weg. Für immer. Schade. Waren ein paar Gegner zu wenig, ne? Geschütze einpacken. Drei Tickets sammeln. Aber ist wirklich echt moderat geworden. Drei Tickets, Mensch. Drei ist weniger als fünf. Ist wirklich so. Da ist noch einer. Aber wegen dem einen hier. Da brauchen wir keinen Affen machen, ne? Flop. Oh, da ist ja noch einer. Zugriff. Geschütze jetzt. Zeig, was du kannst, mein Freund. Zeig, was du kannst. Meine Güte. Na. Und jetzt dich noch. Ne, Geschütze hat dich schon erledigt. Ne, da kommt noch was. Vorsichtig. Geschütze hat noch irgendwas hier im Visier. Und das nochmal. Nochmal fünf lebt. Hey, hey, hey. Stehen bleiben. Du hässliches Ding. Aber der verträgt einiges, ne? Tucker. Nochmal bitte. Und last but not least. Du wirst nichts reparieren. Geschütze lebt aber noch, ne? Geschütze, konzentriere dich auf ihn hier. Aber ich frage mich schon, warum da explizit in der Talentbeschreibung von Zukunft sicher steht, dass Waffenkills den Fertigkeitenrang erhöhen. Was gibt's denn bitte sonst noch so hier, wie man hier Kills machen kann in Division? Meinen die vielleicht Kolbenschläge sind aussortieren? Vielleicht meinen sie aber auch, dass generell Kills durch die Fertigkeit nicht mitgezählt werden. Das könnte sein. Sonst würde Geschütze sich ja selber leveln. Und das wäre einfach zu krass, weil das wäre ja quasi, das wäre Transzendenz, ne? Stimmt, Geschütze würde sich selber klüger machen und das darf man nicht zulassen. Ansonsten würde es wie Skynet irgendwann die ganze Welt übernehmen. Höchstwahrscheinlich. Yay! Oh, Gegenfeuer, ne? Die MP ist cool. Und ich habe auch endlich verstanden, was das hier ist. Das kommt immer beim Nachladen. Wir erleiden ein wenig Schaden, wenn wir diese Waffe nachladen. Aber der Schaden, den sie dann austeilt dafür, ne, der kompensiert das alles. Sammlermaske, brauche ich nicht. Weg damit. Wir müssen hier, da Kontrollpunkt. Ihr steht doch schon hier, super. Mensch, das ist ja klasse. Ich brauche noch ein Ticket. Und nochmal von vorne, weil es so schön war. Die Drossel, Klappe die zweite wegen. Naja, was stimmt denn manchmal mit diesen Division 2 Servern, nicht? Also an mir liegt es nicht. Ich habe mein Internet gerade erst frisch getestet. Aber nun gut, ich will mich da auch nicht weiter aufregen. Oh, sind das unsere Jungs und Mädels? Ja, sie sind es. Ich brauche Muni, Mann, ich brauche Muni. Immer schön auf sein, naja, auf sein Beutelchen schießen. Bum, 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 bum. Seine Muni gehört mir, Mann. Oh, 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 oh. Oh, 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 da ist was Schönes drin. Der Rucksack, oh Gott. Ass und Achten als Rucksack.
Oh mein Gott, das ist ja großartig. Mitnehmen und den Schrott, den kannst du behalten. Eine Sekunde bitte, haben wir Muni gekriegt? Wir können gleich loslegen. Bleibt am besten direkt in der Nähe, okay? Der Rucksack. Ein Rucksack. Haben wir schon einen Rucksack? Nein, wir haben noch keinen Rucksack. Und wir können irgendwas austauschen, was kein Talent hat. Was haben wir denn hier Schönes? Geräuschlos Paket Zieber. Ein Glück ist der Server abgeraucht. Genau deswegen. Dafür. Wir brauchen nur 4 Teile und das Talent ist Ass im Ärmel. Verleiht einen zusätzlichen Schuss, zusätzliche Schüsse, wenn das Blatt aufgedeckt wird. Das ist cool. Das machen wir natürlich. Aber dafür müssen wir irgendwas anderes zu Ealdi machen. Der Rucksack bleibt so, wie er ist. Aus Immersionsgründen. Was war das nochmal? Die Weste hat ein Talent, ne? Genau, die Weste und der Rucksack. Also könnten wir hier irgendwas austauschen. Maske. Wie viel Waffenschaden machen wir hier? 15%. Und 7 Kopfschussschaden. Okay, und hier machen wir 15 und 3,7 Chance auf Crit-Treffer. Na, das können wir austauschen. Das ist in Ordnung. Denn wenn wir das machen, wenn wir das Teilchen hier zu einem Ealdi-Teilchen machen, bekommen wir plus 15% Kopfschussschaden. Und das ist verdammt gut. Ist da noch irgendwas, eine Mod oder so drauf? Nee, ne? Nur die Farbe. Mod wolltest du ja nicht haben, ne? Oder war das jetzt hier gerade eben? Nee, das ist das andere. So aussehen will ich nicht verändern. Nur die Farbe. Wir machen es mal aus Spaß weiß, ne? Sieht gut aus. Kann man machen. Und ich würde sagen, damit lässt es sich doch gleich viel besser angreifen hier. Mega. Kommt gleich hier rüber, ne? Hier ist die Kacke gleich am Dampfen. Und dann schön Kopfschüsse verteilen. Ist das hier eine gute Position? Oder hier vielleicht? Haben sie mich schon gesehen? Hier ist, glaube ich, gut, ne? Da sind wir nach rechts richtig safe. Geschützi kommt auch auf eine erhöhte Position. Da hoch. Ja, perfekt. Geschützi. Die Gang rufen. Granada. Habe ich keine? Doch, habe ich. Wollte gerade nicht machen. Weiß auch nicht warum. Da kommt ein Bauschaumtyp. Die mögen wir alle nicht. Geschützi haut da jetzt schon so gut rein, ne? Vorsichtig. Ja. Erstmal reinballern hier, ne? Zack. Immer schön. Auf den Kopf. Wenn's geht. Wenn's geht. Na, wo willst du hin, Mann? Wo willst du hin? Zack. Nein, nein, nein. Nachladen. Boom. Geschütz, ich schieß, Mann. Da ist irgendwas. Ich glaube, das ist noch ein Geschütz. Zu viel Nebel. Wann kommt die Gang? Jetzt wird's richtig ernst. Ich hoffe, Geschütz, ich steht einigermaßen in Ordnung. Dass es hier noch gut wirken kann. Da ist was im Dunkeln, aber wir können es alle nicht erkennen. Da ist er. Boom. Nice. Da ist der nächste. Geschützi. Zu spät. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Ich glaube, ich kann Geschützi einpacken, ne? Das gleiche Spielchen jetzt nochmal drinnen, bitte. Mit einem frisch aufgeladenen Geschützi. Den Loot gönnen wir uns nachher. Hier ist in Ordnung. Ja, wobei, ich gehe mal lieber hier hin. Dann sind wir von den Seiten aus ein bisschen safer, ne? Ja, ein bisschen safer halt, ne? Sicherheit geht vor. Sicherheit geht vor Teamwork. Zack. Geschützi, vorsichtig. Der Medic! Weg mit ihm! Wo sind die denn alle? Musst du da Geschütze aufbauen, du Vogel? Zack. Kannst du reparieren, wenn du willst. Aber auch nur, wenn du willst. Wo wollen die denn alle hin? Da oben ist einer, das ist ein Mechaniker. Beschießt mich hier einer? Nicht wirklich, nicht wirklich. Zeig mir dein Köpfchen, Mann. Nope. Schon wieder. Auf die Kiste, Mann. Auf die Kiste. Zack, zack, zack. Na? Mechaniker, komm raus, Mann. Komm raus. Wir wissen, dass du da bist. Wir wussten, dass du da bist. Na? Zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Das ist ein Raketenmännchen, ne? Wir müssen vorrücken. Oder doch, ja. Wir haben Glück, das ist einer von uns. Geschütz ist weg. Na?
LMG-Mann! Oh oh, ich hoffe, die kommen nicht hierher. Das wäre ziemlich ungünstig jetzt, ne? So ein paar schwer gepanzerte noch zusätzlich. Das wäre nicht so gut. Na, brennt da was? Nope, nope, nope. Wo willst du hin? Stehen bleiben! Stehen bleiben! Da hinten ist er. Wir müssen ran da. Wenn nicht, gehen wir in den Sturm. Schließlich haben wir die Gegenfeuer noch mit dabei. Aua. Aua, aua, aua. Medic weg. Wenn der Medic weg ist, macht das doch gleich viel, viel mehr Spaß. Ich hol ihn mir. Oh, doch nicht. Doch, geht alles. Kontrollpunkt gesichert. Nice. Feindlicher Anführer neutralisiert. Geschütze steht nicht mehr, aber gleich. Von wo kommen die? Den Loot holen wir uns nachher. Wir gehen am besten nach oben, ne? High Ground und so. Der High Ground wird das schon richten. Flop. Oder Geschütze. Oder beides. Ne, wir müssen ein bisschen näher an das Geschehen ran. Wir müssen Geschütze mittig platzieren. Auch von der Front. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Na, zack. Und wir gehen noch ein Stückchen weiter. Hier in die Ecke. Ja, ja, ja. Komm schon mal. Ist gut, ist gut. Explodiere einfach mal, wenn man dir das sagt. Zack. Und der Helm ist noch da. Schande. Wo habt ihr diese Helme her, ne? Ihr roten Soldaten. Ja, ja, ja. Come on. So ist gut, so ist gut. Jetzt dich noch. Da gab es eine Karte für. Was Saftiges. Für einen Kopfschuss. Schade, das war nicht so ein richtiger Kopfschuss. Wo willst du hin, Mann? Schön hier bleiben. Pixel perfekt aus der Deckung rausgeballert. So schön. Und jetzt von hinten auch noch. Oh Gott, Geschütze, triffst du die auch? Geht das? So halb, ne? Wir müssen ein Stückchen weiter. Das könnte echt gefährlich werden. Boom! Ja, Geschütze trifft so ein bisschen. Kopf. Oder Zahl. Na? Jupp. Und hier noch. Flop. Mhm. Geht doch. Da kommt der feindliche Anführer. Das ist doch mal ein ganz netter Einstieg hier, ne? Was macht der da? Warum tanzt er so komisch? Sie kommen! Geschützt sie noch, Drittel voll, Viertel voll. Oh, oh, oh! Von was? Von wo? Und warum überhaupt? Das war krass. Das war echt übel. Kommt hier einer hoch? Habe ich Deckung? Kann ich mich auf euch verlassen? Was ist mit ihm hier? Nee, kann ich nicht so wirklich, glaube ich. Wir werden eingekesselt! Es ist vorbei! Oh, perfektes Timing fürs Nachladen. Geschütze ist auch gleich wieder da. So Pi mal Daumen. Das ist der Anführer. Was sagst du denn zu meinem Freund Tucker, hä? Boom! Weggetackert, Mann. Ohne Geschütze. Oh, da kommt noch mehr. Geschütze in zwei Tickets. Die kann ich hier oben leider nicht sammeln. Das habt ihr doch mit Absicht gemacht, oder? Schön stillhalten. Das ist ganz wichtig. Sonst kann ich euch nicht treffen. Na. Ja, ja, ja. Los. Doppel, ja, 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 Mann. Triple. Geschütze, komm schon, Mann. Wir müssen noch hier irgendwo ein paar Tickets herbekommen. Spezialmuniman hat wieder zugeschlagen. Hat der noch einen Helm? Er hat keinen Helm mehr, ne? Der konnte aber schnell aufstehen. Total aus dem Rhythmus hat er mich gebracht. Immer noch nicht. Aber jetzt, da ist er. Der Spezialmuniman. Was ist denn das für einer? Ein Medic. Schieß auf den Medic, Mann. Zeig mir deinen Kopf, Alter. Alter. Weg mit dir. Abfall. Ihr seid Abfall. Ihr Medics. Bio ist auch für mich Abfall. So traurig hier das Ganze. Vor allem mit dieser traurigen Musik von Fallout.
Mach ich mal kurz aus. Die demotiviert mich. Ich schieße dir einen Arm, Mann. Komm raus. Oh oh, oh oh, Sturmi. Naja, Bauschaum, Sturmi. Also, da liegt dann nachher Muni. Und da kommt noch ein Medic. What the heck? What the heck? Was ist hier los? Ich muss hier runter. Ich muss mich formieren. Mit meinen Leutchens. Nee, hab ich nicht vor, aber was bleibt uns anderes übrig? Noch mehr Ass und Achten? Was ist hier heute los? Heute gibt's nur noch Ass und Achten-Loot. Wir nehmen alles mit. Wir haben keine Zeit hier, um irgendwas auszusortieren. Wir müssen weiterspielen. Wir haben eine Glückssträhne, ja? Wir haben die richtigen Karten heute offensichtlich. Ist gut, Mann. Ist gut. Wir lösen das von hier unten. Oh, da ist ja einer. Boom! Ihr sollt die Siedlung in Ruhe lassen, Mensch. Was soll denn das? Warum hört ihr nicht? Ei, ei, ei. Auf die Tasche, Mann. Dankeschön. Geschütz sie vielleicht mal wieder platzieren. Klasse. Genau so. Na, der da hinten, ne? Der stresst mich ein bisschen. So ein ganz klein bisschen. Wir müssen näher ran. Aber wir dürfen uns nicht zu weit rauswagen. Da, Medic, Medic! Stirb, Medic. Zack. Und noch eine. Da oben ist noch einer. Wow. Das sind ja richtige Parkour-Fähigkeiten, die er hier bewiesen hat. Feindlicher Anführer entdeckt. Oh oh, von wo? Ich brauche die Spezialmuni. Durchladen. Ist die MP durchgeladen? So mehr oder weniger. Natürlich ist der Anführer ein Medic. Er war ein Medic. Zack. Nein, 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 Mann. Und das Geschütz hier noch weg. Flop. Hier gibt es nur ein Geschütz. Und das ist Geschützi. Feldrang 2, ne? Oh, gerade hat er tatsächlich Feldrang 2. Jetzt nicht mehr. Wir müssen ein bisschen schneller werden. Doch, doch, wir müssen auf jeden Fall schneller werden. Hey, lass meine Leutchen in Ruhe. Nice, die Drossel eingenommen. Ja, war ein bisschen herb, muss ich ja zugeben. Das muss schneller gehen beim nächsten Kontrollpunkt. Oh, was? Schon wieder Ass und Achten? Ich krieg heute nur Ass und Achten-Kram. Und dann davor einfach mal nie? Das ist so lächerlich. Ist das einer von uns? Nee, ist es nicht. Zack. Na, dann gucken wir uns doch lieber mal ein bisschen genauer um, ob wir nicht hier vielleicht noch mehr Ass und Achten-Kram finden. Besseren Ass und Achten-Kram. Deluxe Ass und Achten-Kram. Naja, zumindest ein paar Tickets. Ressourcen. Da ist noch Muni, die sollten wir auch mitnehmen. Alles mal durchladen, denn wir können es. Wir profitieren nicht davon, dass wir unsere Magazine leer schießen. Also nicht über diesen Waffen hier. Noch mehr Ass und Achten. Natürlich, so lächerlich. Wow, das ist echt hart. Warum so viel auf einmal? Nur noch Ass und Achten. Aber warum? Okay. Kriegst du was von uns? Wobei, ich guck mal lieber, was die wöchentlichen SAD-Projekte machen. Flop. Ist hier was? Ja, tatsächlich. Wir müssen Komponenten abgeben. Und zwar haben wir dafür noch 6 Stunden. Oh, okay, das sollten wir wirklich anstreben, denn da könnte dann der nächste gute Überraschungsloot auf uns warten. Alles andere können wir natürlich dir dann geben. Wenn Sie uns irgendwie helfen können, aber ich hab gar nichts. Ha, ich hab gar nichts. Du könntest mir was geben, du Vogel. Aber das macht ihr ja nicht, ne? Ist in Ordnung, wir kommen aber zurecht. Wir haben noch so eine kleine Brotbox dabei. Da ist noch eine lecker Schrippe drin und eine Banane. So.
Wir müssen gleich nochmal unseren Kram durchgehen. Wir haben ja wirklich viel Ass und Achten. Schon wieder Ass und Achten. Was ist denn das heute? Was? So viel Ass und Achten-Kram. Das gibt's doch gar nicht. Das kann man doch nicht beeinflussen oder so. Habe ich das vielleicht zufällig irgendwie durch eine geheime Code-Eingabe aktiviert? Nein, ich glaube nicht. Sowas gibt es nicht in einem MMO. Echt krass.